Hallo, willkommen bei Elektrip. Ich bin Dirk und unterwegs mit meinem Kameramann Matthias heute hier bei einem Ladestopp, an dem ich mal beschreiben will, was passiert in einer Ausnahmesituation, nämlich dann, wenn der Ladestecker nicht freigegeben wird, wenn die Entriegelung sie nicht löst. Und das kann durchaus passieren mit einem Normallader, also einem Typ-2-Kabel, aber auch mit einem Schnelllader, dem CCS-Stecker. Ja, aber Dirk, sag mal, wer verriegelt denn da jetzt was? Ja, es ist das Auto. Also die Ladesäule ist unschuldig, die macht da gar nichts. Es ist das Auto, das ein Verriegelungsbolzen in den Stecker schiebt, so dass man den Stecker nicht lösen kann. Und das ist durchaus sinnvoll, denn ich möchte ja nicht, dass während das Auto lädt, jemand kommt, den Stecker zieht, auf den Boden fallen lässt. Ich komme zurück und mein Auto ist nicht vollständig geladen, da würde ich mich ärgern. Und es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, dann so einen Stecker einfach während des Ladevorgangs zu ziehen. Also das ist schon sinnvoll. Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt, den Stecker zu entriegeln? Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder hat mein Fahrzeugmodell am Stecker in der Ladebuchse einen Knopf, den man drückt zum Entriegeln. Oder es gibt im Fahrzeugmenü die Option zum Entriegeln des Fahrzeugs, also einer manuellen Entriegelung. Der zweite Punkt ist, man kann das Auto einfach mal mit dem Schlüssel verriegeln und wieder entriegeln. Also man nimmt den Funkschlüssel, schließt das Auto ab, schließt es wieder auf, dann sind alle Türen auf, aber auch in der Regel der Ladeanschluss löst sich bei der Entriegelung. Wenn das nicht der Fall ist, ist es häufig so, es gibt Schlüssel, die haben einen Näherungssensor. Also man muss den Schlüssel ja nur in der Tasche haben und das Auto kann man öffnen. Dann bitte einmal abschließen und vom Auto entfernen, ein Stück weggehen, dass der Wagen wirklich komplett runterfährt. Dann wieder öffnen und dann entriegelt auch der Ladestecker. So, und wenn das alles nichts nützt, gibt es dann noch eine Möglichkeit, trotzdem den Stecker zu entriegeln? Die gibt es, die Notentriegelung. Und da ist wirklich der Name das Programm. Es ist eine kleine Öse mit einem Seilzug und über diesen Seilzug wird dann die Verriegelung gelöst. Von daher ist das meist in der Nähe der Ladeklappe untergebracht. Da muss man aber mal ins Handbuch seines Modells schauen. Das macht jeder Hersteller ein bisschen anders. In der ID-Reihe von Volkswagen beispielsweise befindet sich das hier unter der Abdeckung im Kofferraum. Beim Audi e-tron gibt es eine verdeckte Klappe unter der Motorhaube, die muss man aufmachen und kann dann diese Öse hier greifen und den Seilzug ziehen. Beim Genesis G80 und auch beim MG ZS findet man ebenfalls im Motorraum diese Verriegelung. Also da hilft wirklich nur ein Blick ins Handbuch, dass man weiß, wo man im Notfall gucken muss. Ja, und für jemanden, der nur zu Hause in seiner geschützten Garage mit der Wallbox lädt, der braucht die Verriegelung nicht zwingend, wenn da niemand drankommt. Der kann auch in der Option im Menü beispielsweise auswählen, keine Verriegelung. Das ist durchaus möglich. Und es gibt die Option Entriegeln bei Ladeende. Das wäre sehr praktisch für unsere Mitmenschen, weil wenn ich jetzt hier fertig geladen habe, aber noch nicht wieder am Auto bin, würde der Bolzen zurückgehen. Jemand könnte sich neben mich stellen, den Stecker rausziehen und die Säule nutzen. Ich blockiere die Säule also nicht unnötig. Das wäre einfach ein sehr nettes Verhalten, diese Option zu aktivieren. Aber die gute Botschaft ist, keine Sorge, wenn es mal nicht funktioniert und der Ladestecker partout nicht raus will, nicht dran ruckeln, nicht reißen, nicht drücken. Es gibt Möglichkeiten, den Stecker sauber zu lösen und dann weiterzukommen. Tschüss.